Was geht? Ich kann's Angeln ja nicht mehr hören, ey. Den ganzen Tag nur Angelkram am Hals. Reden wir über Lambos. Habe ich aber gar nicht so viel Ahnung von. Ist immer nur Spaß. Genau, also erstmal herzlich und willkommen zu einem neuen Mittagstisch, pünktlich um 11:30. Freut mich, dass ihr so wieder so rege dabei seid und vor allen Dingen, letzte Woche hat es ja gekesselt, ne? Hat euch gut gefallen, der Real Talk. Ach so, bevor wir anfangen, weil ihr wisst, jetzt lacht ihr bestimmt, jetzt denkt ihr, jetzt spinnt der Browns komplett. Aber ihr habt es schon in der Story gesehen, wir haben Kaffee, also richtig geilen Kaffee. Ist jetzt echt, ey, das Ding macht mich garantiert saureich. Nee, überhaupt nicht. Und zwar, wie kam es dazu, erkläre ich euch, warum verkaufe ich Röstkaffee, Bio, Fairtrade und den ganzen Shit. Ein Bekannter von mir hat eine Rösterei, eine richtig exklusive. Und normal machen die für uns wie so Bambler sowas überhaupt nicht. Die sagen, was willst du denn damit sowas? Du kannst da gar nicht genug abnehmen für. Aber wir haben jetzt da mal so ein paar gemacht und es ist echt ein richtig geiles Ding. Und es geht aber nicht darum, dass wir damit jetzt irgendwie reich werden, weil das kannst du eh vergessen mit sowas. Aber es ist, wenn ihr Bock habt und sagt, wir machen auch ganz coole Sachen außerhalb des Contents und jemand bestellt mal sowas mit, das freut uns natürlich und dafür machen wir hier keine Spendenaktion und diese ganze Scheiße umsonst hier. So, worum geht's heute? Heute geht's mal wieder ein bisschen um mehr Fragen von euch, weil das kommt, glaube ich, echt gut an. Also wir kriegen richtig viele Fragen rein und auch Kommentare und so. Und ich denke, heute beschäftigen wir uns mal mit der Sache ein bisschen intensiver und kommen danach zu einem Thema. Ich habe zwei Themen rausgesucht, ich weiß aber noch nicht, ob wir die alle beide abhandeln heute. Also, fange ich mal an. Als allererstes, Sub-Zero hat geschrieben, 6-mal Werbung auf dem Werbekanal, habt ihr das nötig? Nee, haben wir nicht, war das letzte Mal ein Fehler. Und zwar, es geht auch um diese Werbeeinblendungen innerhalb der Videos, das sind Mid-Rolls, nennt sich das. Und normal löschen, also YouTube schlägt dir bei einem monetarisierten YouTube-Kanal automatisch Mid-Rolls vor, die musst du händisch rauslöschen. Und je mehr dein Kanal halt abgerufen wird, desto mehr Werbung haut YouTube dir eigenständig rein. Und wir haben eigentlich mit dem Cutter die Absprache, dass er das immer rauslöscht, bis auf eine Unterbrechung im Video. Letztes Mal hat er das nicht gemacht, weil er gepennt hat. Und einer pennt immer. Und da waren es halt mal 6. Ich habe es nachträglich jetzt bearbeitet, das ist nur noch eine. Also zukünftig hoffe ich, das bleibt auch bei einer. Damit wäre das beantwortet. Passiert auch mal bei uns. Nötig haben wir es nicht, weil da kommt eh nichts auf die Uhr bei sowas. Nächste Frage vom Kaper91. Hey Jan, kann man mit dir auch mal fischen gehen und ist sowas möglich? Schöne Grüße aus Unterfranken. Die Frage kommt echt oft, ob man mit mir fischen gehen kann, aber nee, kann man leider nicht. Erstens will ich das nicht, weil ich, wenn ich fischen gehe, auch immer noch ein bisschen so mein Privatding habe. Zweitens habe ich es, also finanziell jetzt will ich sowas nicht machen und jemandem da Geld aus der Hose leiern und sagen, ey Digga, du bezahlst dafür, dass ich mit dir angeln gehe. Das brauche ich nicht und darum geht es auch nicht und soll es auch nicht gehen. Ich habe aber echt schon mal überlegt, ob wir irgendwas mal machen, ein Event, aber im Moment geht es ja nicht, ist ja wegen Corona eh alles so ein bisschen schwierig. Mal schauen, aber Frage damit erstmal abgehandelt. Der Zwan hat geschrieben, vor wer alles online stellt und in den... Ach so, genau, Thema, die Frage bezieht sich auf das Big Fish Thema... Szenepool. Wer alles online stellt und in den Social Media Kanälen sich profiliert, braucht sich nicht wundern in der heutigen Zeit. Das ist die Schattenseite von Werbung und Co. der Baitfirmen sowie Privatpersonen, Carp Hunter in Klammern, fragen, fangen und Fresse halten. So kann man es auch machen. Du kannst das so machen, andere machen es anders. Jeder kann, wie er will. Finde ich aber trotzdem gut. Ich lese auch solche kritischen Sachen vor. No front in dieser Sache. Aber ein weiteres Kommentar spare ich mir, weil das führt dann immer in Diskussionen, die am Ende zu nichts enden. Der C&S Hübner hat geschrieben, wieder sehr unterhaltsames Video, danke. Vielen Dank für die Mühen, nochmal danke. Was ist eigentlich aus Leon geworden? Leon ist wohl unser Kameramann, den gibt's noch, der ist unser Cutter, der schneidet dieses Video und auch die anderen Videos. Der ist allerdings jetzt woanders, hat er angefangen zu arbeiten, also fest angestellt auch. Macht nebenberuflich für mich noch ein paar Sachen, ist aber manchmal in diesen Projekten draußen beim Angeln nicht mehr so dabei, weil muss auch nicht jeder Bock drauf haben. Dem einen liegt's, dem anderen liegt's weniger. Wenn man kein Angler ist und dann draußen schläft bei diesen Temperaturen und so, kann ich verstehen, dass da manchmal auch nicht so der Bock dahinter ist. Deswegen habe ich mich ja in den letzten Videos auch oft dazu entschieden, einfach selber zu filmen oder mal meinem Angelpartner die Kamera in die Hand zu drücken, was ja auch echt gut funktioniert hat. Spart immens Kosten, weil so ein Kameramann fährt nicht einfach mit und ist eine Woche mit dir am See und freut sich des Lebens, sondern der stellt dir auch eine ordentliche Rechnung nachher. Wenn man dann keinen Kaffee verkauft, dann kann man sich das nicht leisten.
Nee, also den gibt's noch. Die Frage ging weiter. Warum sind deine Teamangler nicht auf der Homepage gelistet? Genau, also ich habe irgendwann entschieden, mit diesem Hin und Her, Teamangler kommt und Teamangler geht, das nicht mehr auf die Seite draufzustellen, wer da wer ist, weil mir das auch zu viel Arbeit war. Also das immer da wieder draufzuschreiben und auch nicht. Wir haben natürlich noch Leute, mit denen ich zusammenarbeite nach wie vor. Und aber die werden man nicht mehr auf der Seite listen, sondern die werden immer wieder in ihren Projekten auftauchen. Und da bin ich auch im Moment ganz zufrieden mit, so wie das läuft. Jeder kann sich selber weiterentwickeln, wie er will. Ja, genau aus diesem Grund werde ich die einfach nicht mehr auf der Seite aufführen, weil, hey, es gibt auch immer nur Zirkus, dann gehen irgendwelche, wie ich letztes Thema erzählt habe, irgendwelche Vereins-Yogis auf die Seite und sagen, der ist der Teamangler, der böse Mensch. Und jetzt steht er halt nicht mehr drauf und dann ist auch dieses Thema damit ausgegrenzt. Ne? Aber natürlich arbeiten wir mit Leuten zusammen. Dann hat er noch eine weitere Frage in seiner Frage gehabt. Was hältst du eigentlich von extrem überflavorten Hakenködern? Instant bestimmt erfolgreich, aber wie siehst du die Nachhaltigkeit von solchen Ködern? Also ich halte, gibt's A- und B-Meinung, also extrem überflavorte Hakenköder können ja Single Hook bestimmt, also meiner Meinung nach, ein sehr interessantes Ding sein, wenn auch noch eine auffällige Farbe vielleicht dazu kommt, ne? So sehe ich die Sache. Angelst du aber jetzt in deinem Futterteppich mit normalen Ködern, die du reinwirfst, ne? Und hängst dann einen herausstechenden Hakenköder rein, dann stell ich mir ja manchmal die Frage, ja klar, es kann funktionieren, der Karpfen kann sagen, kann sich denken, ey, das ist besonders lecker, aber tut er das an einem See, an dem halt viel geangelt wird, ne? Wo ja erfahrungsgemäß manchmal auch schon so die Hakenköder liegen bleiben und der Futterplatz abgeräumt wird. Also ich halte persönlich von extrem überflavorten Hakenködern, außer ich weiß, warum ich sie einsetze, wenig. Ansonsten stehe ich eher auf Hakenköder, also Hookbaits, die vielleicht besonders hart sind, vielleicht gewichtsreduziert sind, aber im Prinzip, um eben den eigentlichen Haken mit Gewicht auszugleichen. Aber ich stehe jetzt nicht darauf, in dem Futterteppich einen besonders auffälligen Köder zu angeln. Außer ich will das kann ich auch mit einem Pop-Up, also mit einem Schneemann erreichen, mit einem Neon-Pop-Up. Ne? Aber klar, instant irgendwo hingeworfen mit so einem total auffälligen Ding hat immer schon funktioniert und wird auch mit Sicherheit immer wieder funktionieren. Aber auf deinem Futterplatz musst du jetzt selbst entscheiden. Nächste Frage, wir haben heute einige Fragen, also es sind so Zwischenfragen, die ich jetzt gerne mal abhandle, weil es einfach, ja, sonst auch so für so ein Hauptthema ein bisschen zu wenig wird. Hallo Jan, grüß dich Markus, wann würdest du ein Futterboot einsetzen? Ja, also auf jeden Fall, also ich persönlich besitze aktuell noch kein Futterboot, aber einfach nur deswegen, weil ich noch an keinem Gewässer geangelt habe, groß, wo ich es vermisst habe. Entweder war auch Futterboot an meinen Gewässern verboten oder ich durfte eben ein normales Boot einsetzen. Aber prinzipiell ist ein Futterboot auf jeden Fall eine mega gute Sache, wenn man da weiß, warum man es benutzt. Also wenn du ein See hast, ein Gewässer hast, an dem du kein normales Boot benutzen darfst, aber eben mit dem Futterboot drauf darfst, ist das ja halt die mega Aktion. Diese Dinger sind ja mittlerweile so krass ausgestattet mit GPS, Side Structure, Echoloten und allem drum und dran. Licht ausschaltbar, also das ist auf jeden Fall ein mega Ding. Und ich glaube auch sogar an Gewässern, an denen du ein Boot benutzen darfst und an denen sehr viel Boot gefahren wird und damit auch geangelt wird, kann ein Futterboot auch schon ein Vorteil sein, weil einfach die Fische diese Bootsfahrerei halt gewöhnt sind. Ne? Und gerade wenn du jetzt irgendwo mehrere Bisse kriegst, glaube ich, vor so einer Holding Area und du fährst immer wieder mit dem Boot hin und legst ab, das macht dann da schon so ein bisschen mehr Aufsehen als dieses Futterboot, was halt hinfährt. Also würde ich benutzen. Bis jetzt habe ich es noch nicht gebraucht. Vielleicht brauche ich es irgendwann, dann werde ich mir so ein Ding kaufen. Was für eins, habe ich keine Ahnung. Muss ich mal schauen. Servus Jan, ab welcher Distanz sollte man spätestens von Mono auf Geflecht wechseln? Na? Gehen wir mal von einem See ohne Kraut aus. Hindernisse oder ähnliches, Peace. Auf jeden Fall ich bin ein Mensch, der sehr gerne monophile Schnüre angelt. Aber ab Distanzen sage ich immer, gerade wenn du jetzt Freiwasser hast zum Beispiel, ne? Also Freiwasser ohne Hindernisse, und hast eine Monophile drauf und gehst auf Distanzen oberhalb der 300 Meter, dann kann das schon passieren, dass du einen Biss mit einer Monophile nicht mitkriegst, wenn das Blei zum Beispiel ein Festblei ist. Ne? Also wenn das Blei wirklich statisch fest auf dem Wirbel steckt, kann das passieren, dass der Fisch dieses Blei quer mitzieht und dann kriegst du auf der monophilen Schnur wirklich nur einzelne Piepse. Das kann dir sogar bei einer geflochtenen schon passieren. Ne? Da gibt es dann natürlich andere Techniken, wie man zum Beispiel ein Inline-Blei angelt und dieses Inline-Blei nur mit einem Rubber also fixiert, dass das nach dem Biss rausgezogen wird, dann bleibt das Blei liegen. Ne? Also dann nimmst du halt ein bisschen schwereres Blei, 120 Gramm aufwärts. Das Blei bleibt liegen,
der Fisch zieht den Wirbel, also den Rubber raus mit Wirbel und zieht quer ab. Du musst halt deinen Baitrunner relativ weit aufmachen oder die Bremse relativ weit aufdrehen. Und dann kann der Fisch relativ easy Schnur von der Rolle ziehen. Ne? Also dann kriegst du auch einen Dauerton, wenn der Fisch auf dich zuschwimmt. Ne? Weil das Blei einfach liegen bleibt und die Schnur zurückgezogen wird. Aber grundsätzlich gehe ich gerne bei Distanzen über 300 Meter mit einer geflochtenen vor. Oder natürlich, wenn du vor Hindernissen angelst, Hook and Hold, 100 Meter nur, und du darfst wirklich keine Dehnung in der Schnur haben, dann musst du natürlich auch besser mit einer geflochtenen angreifen. Ne? Weil dann hast du zack direkt die Control. Ne? Also so sehe ich das. Bei größeren Distanzen auf jeden Fall gerne eine geflochtene nehmen. Hannes hat geschrieben, es geht halt echt ab hier mit Fragen. Sehr gutes Format, vielen Dank an dieser Stelle. Mich würde mal interessieren, wie das Verhältnis... Oh, ihr seht, ich bin unvorbereitet. Verhältnis der Baitfirmen so untereinander ist und ohne irgendwelche Namen zu nennen, das machen wir sowieso nie, wird viel kopiert oder auch mal zusammengearbeitet. Grüße. Ja, ganz kurz abzuhandeln. Natürlich hat man auch mit verschiedenen Herstellern Kontakt. Warum auch nicht, ne? Sogar teilweise befreundet. Wenn es Firmen sind, die halt wirklich nur drauf aus sind, abzuschreiben und alles einem irgendwie nachzubauen oder meinen, das, was ich habe, müssen sie auch haben, was so im Kindergartenmodus irgendwo stehen geblieben ist, ne? Wenn einer ein besonders geiles BMX-Rad hat, dann haben sich das manche halt auch gekauft, aber sie konnten damit nicht fahren, Digga. Dann ist das so nicht mein Fall, aber ich habe mit einigen Kontakt, auf jeden Fall, und man hilft sich, man berät sich auch gegenseitig und schmunzelt manchmal auch so allgemein über den Markt, was sich so entwickelt und was so gefragt wird, und hat aber auch sehr ähnliche Ansichten und Erfahrungen. Finde ich gut, ne? Also auf jeden Fall, vertiefen wir aber an dieser Stelle nicht weiter, aber immer so, ne? Kollegiales Verhältnis. Wer leben und leben lassen, ist immer eine ganz gute Devise. So, dann noch ganz kurz zu diesen Fragen der Kommentare zum Schluss. Der Nermin hat geschrieben, Jan, du bist einfach horny, Ausrufezeichen und in Klammern, ich weiß, wie ich es nehme. Peace, Grüße gehen zurück. Und der Steffen hat geschrieben, sehr unterhaltsam, wegen dir, lieber Jan, habe ich den Weg wieder zum Karpfenangeln zurückgefunden. Made my day, sehr geil, freut mich. Das ist wirklich mal Feedback. Und an dieser Stelle, hoffentlich hast du auch viel Spaß dabei und fängst ein paar richtig dicke Fische. Und du darfst auch deine Bollies kaufen, wo du willst. Du musst sie nicht bei uns kaufen. Das waren jetzt erstmal die Fragen zu euch. Wir haben noch viel mehr. Die werden wir uns aber für den nächsten Mittagstisch aufheben. Ich hoffe, es langweilt euch nicht. Also, der Patrick hat vor 5 Tagen die Frage gestellt. Guten Morgen, sehr informativ. Danke. Ich finde das Format genial, schafft unheimlich viel Vertrauen zu der Firma und zum Produkt. Nochmals danke. Jan, du bist ein Original. Ja, danke. Original. Bin schon ein Aale Simbel. Hammer, mach weiter so. Ein Thema hätte ich auch. Sinn oder Unsinn der verschiedenen Hakenformen. Man hört auch immer wieder Stahlhaken. Sind denn die Haken, die man zu kaufen bekommt, nicht aus Stahl? Also, da bin ich jetzt gar nicht so der tiefe Experte, was diese Herstellungsprozesse von Haken angeht. Aber ich kann ja mal so meine Meinung dazu reinhauen. Jungs, guck mal, was hier liegt. Passend zum Thema Haken, Jungs. Der Wettbewerb zieht sich schon einen Stahlhelm auf. In diesem Sinne möchte ich mal dazu sagen, genau, Sinn und Unsinn der Haken. Es gibt definitiv Gründe für verschiedene Hakenformen. Und zwar ist auch diese Hakenformangelei sehr tiefgründig zu beantworten, weil man muss auch beim Haken wissen, welchen Haken man oder warum man welche Hakenform in welcher Form oder wann man ihn einsetzt. Das ist ungefähr das gleiche wie mit den Boilies oder auch mit der Schnur. Ne? Du musst, wenn du eine Schnur nimmst, ich vergleiche das immer blöd, musst du ja auch wissen, was du willst. Ne? Du wirst ja keine 28er Schnur nehmen, wenn du Hook and Hold angeln willst. Ne? Also, Hakenformen meiner Meinung nach, ich erkläre mal wirklich nur, was meine Meinung zu diesen Dingern ist. Das ist wirklich eine relativ kleine Meinung. Ich verwende grundsätzlich sehr wenige Hakenformen. Ich habe gerne im Fluss, ne? Also wenn es drauf ankommt, nehme ich sehr dicke Haken. Da gibt es ja mittlerweile diese Bezeichnung XX, also ein einfach stärkerer, dicker, großer Haken, Größe 2 gerne. Bin ich ehrlich, auch manchmal ein 1er, weil einfach diese Strömung, die einfach im Fluss, in dem Fluss der Strömung hat, die da herrscht, noch weiteren Druck auf den Fisch ausübt. Da habe ich in den letzten Jahren sehr oft gemerkt, wenn du da dünntretige und kleine Haken nimmst, dass die dann doch mitten im Drill, also wenn sich ein Drill mal auf 15 Minuten hinzieht, dass die dann halt einfach doch schon relativ stark schlitzen und die Fische halt weg sind. Habe ich dann auf einen 2er Anker genommen, so ein richtig fettes Eisenschwein, dann hast du halt einfach vorne hier drin hängen und dann hast du den so rausgedrückt, ne?
Ob ich dadurch ein bisschen weniger oder mehr bekomme, ist mir jetzt beim Flussangeln relativ, weil ich will den Fisch fangen. Ne? Es bringt mir ja nichts, einen Haufen Fischspitze zu bekommen und nachher ein Drittel der Fische zu verlieren durch Ausschlitzen. Ne? Also Flussthema, großer Haken hält. Und dann auch definitiv ein Stahlhaken. Ne? Einfach weil die Stahlhaken in der Regel günstiger sind und weil die Stahlhaken meiner Meinung nach nicht aufbiegen. Also ich habe es sehr, sehr selten gehabt, dass ein Stahlhaken aufbiegt. Bei diesen anderen Formen, zum Beispiel Teflonhaken, also würde ich absolut nicht einen Fluss verwenden oder wenn es darum geht, da mal Druck auszuüben, weil da habe ich echt sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht, um das jetzt mal wirklich real zu sagen. Ich bin eigentlich von diesen ganzen Teflonhaken mittlerweile komplett weggekommen. Also ich habe gefühltermaßen das letzte Mal mit einem Teflonhaken vor 5 Jahren geangelt. Ich vertraue diesen Haken nicht, was keine Front sein soll gegen diejenigen, die den verkaufen. Die können das auch gerne gegenseitig darstellen. Ich habe einfach keine Verwendung dafür gefunden, weil auch wenn ich einen kleineren Haken nehme, ich habe jetzt im Winter zum Beispiel mit 8er Haken geangelt, ne? 8er Stahlhaken, das sind so kleine Futzeldinger, da hat mich mein Angelkollege ausgelacht und hat gesagt, Brauns, angelst du sie mit so kleinen Haken? Ich will das einfach mal ausprobieren. Freiwasser, sehr weiche Ruten, kurz vorm Ufer geangelt. Die Haken graben sich so tief in diese dicke Wulstlippe ein, dass man die, also ich habe die mit den Fingern fast nicht mehr rausbekommen. Ne? Da muss man natürlich auch wissen, wenn man dann sanft drillt und der ganzen Sache ein bisschen Vorschub gibt, dann schlitzt so ein Haken auch nicht. Ne? Und das hat auch echt gut funktioniert. Da ist mir natürlich von der Form wichtig, bei so einem ganz kleinen Haken, dass der schon ein bisschen Volumen hat, also dass der ein bisschen breitbogiger ist, dass er halt einfach ein bisschen doch noch mehr greifen kann. Ne? Hakenformen bei Pop-Ups zum Beispiel oder bei Jotrick bin ich raus. Ich bin kein Jotrick-Angler, bin ich ganz ehrlich. Da gibt es ja spezielle Haken für, die man auch so kaufen kann. Und das, weiß ich, macht auch wirklich Sinn, diese Haken zu verwenden, weil die eben diese spezielle Form haben. Anderes Thema, werde ich mir bestimmt zum Thema Jotrick mal den Volker Seuss hier dazu holen. Der ist wirklich sehr erfahren, was die Jotrick-Angelei und Binderei angeht. Und ich glaube, da habt ihr auch Bock drauf, dass der euch das mal erklärt. Ich schreibe mir das mal auf, Volker Seuss, Thema Jotrick. Ne? Also der ist da wirklich fit. So, jetzt kommen wir mal zurück zu meinen Haken. Also ich habe früher nur mal eine kurze Story. Da habe ich meinem da gab es keine Haken mehr, die ich wollte. Und dann gab es so diese CGS-Haken. Kennt ihr Komoran CGS noch? Das ist eigentlich ein Raubfischhaken, so ein Einzelhaken. Das ist so ein Ding, ey. Und die habe ich damals dann mitgenommen, weil der Angelladenbesitzer gesagt hat, die gehen auch. Da bin ich mit den Dingern nach Frankreich gefahren. Es waren 2er CGS-Haken. Und habe prinzipiell mit diesen Haken durchgeangelt. Und was mich halt echt fasziniert hat, war, dass du mit einem dieser Haken 10 Fische fangen konntest. Ne? Die waren nicht stumpf. Die wurden nicht stumpf. Heute, ganz ehrlich, Real Talk, heute habe ich das Gefühl, dass einige Hersteller oder manche Hersteller das vielleicht auch absichtlich machen, dass Haken schneller stumpf werden. Ey, das kann doch nicht sein, dass ein Haken nach einmal nur auswerfen und ein bisschen in der Strömung liegen oder ein bisschen von Grundeln oder Krebsen am Grund bewegt werden, dass du die einholst in diesen Stumpf, Alter. Das ist doch Quatsch, ey. Das hat es früher nicht gegeben. Da kann man manchmal schon die Vermutung haben, dass das gemacht wird, um mehr Haken zu verkaufen. Ich weiß es nicht. Ich kann das nicht behaupten und ich will es auch keinem unterstellen. Aber dieser Gedankengang ist da nicht mehr so fern. Ich habe gerade neulich im Keller beim Aufräumen, beim Umzug so uralte Haken von früher gefunden. Einfach so Stahlhaken und du hast das Gefühl, die kriegst du nicht stumpf, diese Haken. Ne? Du kriegst sie nicht stumpf. Und ich bin auf der Suche danach, auch wieder so einen Haken zu finden, wo man wirklich sagen kann, den kann ich auch mit gutem Gewissen angeln und muss nicht dauernd Thema nachschleifen. Ja, Digga, weißt du, klar, kommen dann welche und sagen, wenn dein Haken stumpf ist, dann schleifst du ihn nach. Ich habe keinen Bock, ihn nachzuschleifen. Wenn bei mir ein Haken stumpf ist, und ich das Gefühl habe, dass er stumpf ist und ich ihn nicht mehr mag, ne, dann schneide ich ihn runter, weil ich einfach das Vertrauen brauche, dass das, ihr wisst, was ich meine, du nimmst es in die Hand, du ziehst so drüber und du sagst, ja, das ist gut. Wenn dein Gedanke sagt, irgendwie ist es nicht mehr so gut, weg damit, runter damit. Das kostet jedes Mal Geld, du schneidest jedes Mal das Vorfach ab, bindest es wieder dran und fuddelst rum. Klar, hört sich das jetzt nach Geiz an, es ist aber kein Geiz, weil es Quatsch ist, ne. Ja. Ja, Mika, genau, habe ich auch die letzten Jahre geangelt. Kann ich auch echt sagen, der Mika hat da immer gute Haken gehabt in meinen Augen und der macht es auch super, was diese Sache angeht und verkauft halt auch viele gute Stahlhaken. Ja, Anaconda habe ich auch, genau, das sind so Haken, die habe ich früher gefunden, also von früher im Keller gefunden. Diese Stahlhaken da, Meister, die sind 10 Jahre alt. Ich glaube, die hänge ich mir mit großem Vertrauen nach wie vor einfach wieder dran. Ne? Also da bin ich
gerade was das Thema Haken angeht, da bin ich selber noch nicht so ganz mit mir im Reinen im Moment. Ne? Also das ändert sich immer mal wieder und dann geht mal hin und her. Aber was auf jeden Fall jetzt von der Form her Sinn macht, macht A, wenn du auf große Köder setzt, wenn du weit draußen angelst, wenn du safe sein willst, vertrau lieber einer Nummer größer, was den Haken angeht. Wo du weißt, dieser Haken biegt nicht auf, ne? Und dieser Haken verschafft Vertrauen, weil du kriegst, also es gibt diese Theorie, kleinere Haken bringen mehr Bisse. Ne? Aber was bringen mir mehr Bisse an einem Gewässer, wo ich jetzt auf 300 Meter Frankreich angeln mache oder Hook and Hold angeln, wenn ich oder ein bisschen Druck ausüben muss, wenn der Fisch jedes Mal weg ist, ne? Bringt nichts. Nochmal zurückzukommen, wenn ihr Freiwasser habt, wenn ihr mit weichen Routen angelt, wenn ihr werft zum Beispiel, Zeit habt beim Drill, dann macht es auf jeden Fall Sinn, einen dünntretigen, weitschenkligeren, kleineren Haken zu nehmen, um einfach auch ein bisschen Spaß dabei zu haben oder auch mal einen vorsichtigeren, in Anführungszeichen, vorsichtigeren Fisch zu fangen. So, das ist jetzt so meine grobe Meinung. Ey, ihr dürft mir das nicht böse nehmen. Ich bin, ihr wisst es mittlerweile, ein relativ einfach strukturierter Angler. Ich bin keiner von den Experten, der den ganzen Tag neue Rigs bindet und neue Haken kauft und das alles macht. Ich will Fische fangen und in der Regel funktioniert das auch immer so. Ne? Ich will einfach bei meiner Montage, will ich einfach safe sein. Ne? Also safe, dass ich keinen Fisch verliere. Unnötig ausschlitze, unnötig das Maul zerreiß oder irgendwas passiert, ne? Wo ich keinen Bock drauf habe. Gibt mit Sicherheit echt viele, viele Hersteller, die auch gute Stahlhaken haben und so weiter, aber es führt dann auch immer für mich zu wenig in irgendeine Richtung, das dann in Herstellern auszubauen, weil darum soll es auch nicht gehen. Ne? Aber es geht auf jeden Fall darum, dass man aufpassen sollte. Also ich habe in den letzten Jahren wirklich, wirklich nachhaltig schlechte Erfahrungen mit Teflonhaken gemacht. Egal von was es war. Will da keinen Hersteller nennen, mache ich auch nicht. Aber ich bin da mittlerweile raus. Einfach weil diese Haken zu anfällig sind. Die sind zu schnell stumpf. Die sind zu schnell gerade, wenn es mal drum geht. Und das Vertrauen ist weg. Mehr soll es nicht gehen, das Vertrauen ist einfach weg. Das ist jetzt das Thema Haken, das können wir aber, wenn ihr Bock drauf habt, auch nochmal mit Volker Seuss auch nochmal besprechen. Der ist da auch, mit dem habe ich neulich gerade über das Thema Haken gesprochen. Der hat da schon auch nochmal so seine eigene Meinung zu und kennt sich auch so ein bisschen tiefergehend mit irgendwelchen Herstellungsprozessen aus und so, was ich so weiß. Machen wir in einem Video mal, würde ich sagen. Wir haben ja wieder einiges geplant. Red hier immer frei Schnauze ohne Lehrbuch, ne? Und wenn ich was nicht weiß, will ich euch nicht irgendeinen Scheiß erzählen, weil dann sage ich lieber nichts. Ich würde sagen, dann kann ich auch noch das zweite Thema aufgreifen. Wie siehst du das Thema Sponsoring? Denkst du, dass viele namhafte Angler einfach irgendeinen Schrott anpreisen, weil ihnen die Firmen das so vorgeben oder dürfen die auch ihre eigene Meinung haben? Schöne Grüße aus Wien. Schwieriges Thema. Ich bin grundsätzlich immer der Sache mittlerweile etwas skeptisch gegenübergestellt. Ihr wisst, ich habe keinen Sponsorvertrag mit irgendeiner Firma. Keinen. Ich mache alles, was ich brauche, kaufe ich mir. Ich mache das wie ihr. Ich gehe in den Angelladen und sage, ich brauche das und was ist gut? Dann verkauft er mir das halt. Wenn jemand irgendwo gesponsert ist, ist es ja auch normal, ne? Dass eine Firma, die was verkaufen will, irgendeinen gesponserten Angler braucht, der ihre Sachen am Wasser vorstellt. Ne? Dass der dann natürlich immer irgendwie ein bisschen befangen sein wird mit der Darstellung der Sache, ist ja klar. Aber das ist ja auch nicht negativ oder schlecht zu bewerten, weil du musst dir das ja so vorstellen. Firma XY kriegt irgendein neues Produkt rein. Meistens funktioniert es heute ja nicht, dass das die Teamangler mehr in irgendeiner Art und Weise groß am Wasser entwickeln. Also ein paar Ideen fließen mit Sicherheit ein, aber die endgültige Fertigung findet heutzutage einfach in Fernost statt. Dann kommen die ersten Produkte, dann kriegt es der Teamangler XY einfach genauso, wie ihr das kriegt. Ja, hier, das ist das neue Tackle. Und dann wird damit angeln gegangen und wenn dann da was am Wasser kaputt geht, ne, dann wird der das nicht hochhalten und wird sagen, hier, guck mal, was ein Scheiß, Jungs, in meiner Story, mein Sponsor, sein neues Produkt ist einfach abgebrochen, was ein Scheiß. Das wird er ja nicht machen, ist ja Logo, weil damit braucht er ja, das hat er das letzte Mal gemacht, dann ist er raus, das will ja auch keiner. Der wird maximal dann dabei seinen Produktmanager anrufen und sagen, hier, pass auf, das und das ist passiert und so läuft es da. Dann werden die sagen, ja, okay, dann müssen wir das mal überprüfen. Und in der Regel ist es aber, also meiner Erfahrung nach, oft schon so gewesen, dass das Produkt, das der Teamangler am Wasser hat, auch schon beim Endkunden gelandet ist, ne? So, und was ist dann passiert? Da war das halt so, oder war es ein Garantiefall? Also ich bin da, klar ist da jede Firma drauf angewiesen, gesponserte Angler zu haben, das ist ja auch ganz normal, aber ich glaube halt manchmal nicht mehr alles, was da so gemacht wird.
Man muss es einfach immer selber in seinem Hirn so ein bisschen, glaube ich, auch mitdenken und sagen, ja, ich bilde mir mal meine eigene Meinung. Und real, es geht auch nicht im Leben immer nur ums neueste Tackle, weil meine Erfahrung ist mit Tackle, mit solchen Sachen, die, ich bin froh, wenn ich was habe und ich bin sehr froh, wenn es funktioniert und ich mich darauf verlassen kann. Weil wenn ich mir Ende des Jahres komplett neues Tackle kaufe und fahre damit nach Frankreich, oder in irgendein geiles Gewässer, bin 2 Wochen unterwegs und da fängt an, irgendwas an diesen Sachen kaputt zu gehen, habe ich da keinen Nerven für, das beim Tackle-Dealer dann zu tauschen. Wenn ich weg bin, ist es kaputt, was soll ich machen? Also ich bin so, wenn ich was habe und es funktioniert, dann kenne ich meinen Tackle, ich baue da so eine Verbindung zu auf, ich mag meine Rollen, meine Routen, mein Zelt, ich kenne meinen Schirm, wo er tropft, ich weiß, wo es ist, da kann ich ein Handtuch hinlegen. Und wenn es mir zu sehr auf den Sack geht, dann schmeiße ich es weg und dann kaufe ich mir einen neuen Schirm, aber der hat dann auch wieder irgendwo mal was. Ja, so ist es, genau. Also wie gesagt, wenn du Tackle im Keller hast und du kannst der Sache vertrauen, angel lieber ein Jahr länger mit, als was Neues zu kaufen, weil ist alles, nichts ist hundertprozentig und alles hat immer mal so seine Fehlerchen. Freunde, in diesem Sinne, ich hoffe, unser Real Talk gefällt euch. Ich teaser jetzt noch was an, und zwar jetzt um 12.01 Uhr, jetzt genau, geht auf Facebook bei uns ein neuer Trailer online für ein Video vom Volker Zeus. Den könnt ihr euch reinziehen, wenn ihr Bock drauf habt. Und am Wochenende, am Samstag, gibt es ein neues Video vom Volker, von diesem Trailer auf unserem Channel. Richtig geiles Video, also den Trailer, den ich gesehen habe, und das Video habe ich auch gesehen. Richtig cool, könnt ihr feiern, könnt ihr euch drauf freuen, und dann geht es alles schon so weiter. Es geht aufwärts draußen, so langsam macht alles wieder seinen Sinn. Ne? In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wirklich schönen Tag. Fragen bitte wie immer in den Kommentaren einfach unter das YouTube-Video hauen oder schickt sie uns, wie auch immer. Haut in diesem Sinne was raus, seid fleißig, bleibt gesund. Ich ziehe mir jetzt wieder die Rollrobe an und dann geht's weiter. An der Bolli-Maschine. Peace. Bloß, ich muss aufpassen, dass ich nicht nachts 5 Uhr auf Toilette muss. Man weiß nicht wo, man weiß nicht wie, man weiß nicht wann, aber wir kommen alle dran. Die Polizei ist auch schon 2-mal durchgefahren, aber was macht man nicht alles, wenn man eine Mission hat? Wenn die Erlösung kommt. Guckt euch mal das Ding an, das ist ein richtiger Brecher. Ich bin zurück am Ghetto-See.